ich glaube, ich komme halt nicht mehr dazu, den zweiten Fokusstein zu holen. Ey, wo bin ich eigentlich gerade? Aha. Mitten im Wald. Ich denke, das war's jetzt erstmal mit wilden Viechern hier. Oh, Nachtschatten. Ja, jetzt bin ich ganz am Rand. Rand. Und hier ist auch gleich dieser Tunnel. Huch, den meine ich nicht. Was zum Teufel? Oh oh. Wo geht's denn da runter? Wenn hier jetzt in dieser Höhle der Schattenlauf ist, habe ich ein Problem. Oder halt in diesem Durchgang, in diesem Tal. Aber hier waren vorhin die zwei Wölfe und ein paar Blutfliegen. Hm. Scheint mir nicht so, als wäre das Viech hier irgendwo. Wo ist der überhaupt? Ich habe ihn doch schon mal gesehen. Hä? Wo sind die anderen? Sind die da oben oder was? Aber leck mich doch, was macht denn ihr? Wuselt da fröhlich im Kreis rum und habt keine Ahnung, dass ich euch töten will. So. Ah, hier noch ein Seraphis einsammeln. Oh, na gut. Drei Seraphis. Ist das da auch Seraphis? Flammendorn. Ja, noch Scavenger töten, okay. Ah, wenn wir sie mal treffen. Da hinten sind noch zwei. Da war's das. Kann ich die eigentlich auch mit meiner Armbrust one-hitten? Ich probier's mal. Hallöchen, Klein. Hallöchen, Klein. Ja. Jo. Beide tot. Eigentlich ist die Armbrust ja gar nicht so schlecht. Auch wenn sie verdammt klein ist. So. Ach nee. Aber fast haben wir es geschafft. Jetzt sind wir ja schon auf dem Rückweg. Meine leck mich. Kann ich mehr reden, Mann. Was willst du denn? So. Jetzt aber. Sind wir ja erstmal fertig. Jetzt auf zum zweiten Fokus. Endlich. Ups. Hier lang. Wir könnten uns auch den zweiten Fokus holen und uns dann das Buch kurz holen. Dann teleportieren wir uns eh ins neue Lager, wie geplant. Geben die zwei Foki ab, teleportieren uns ins Sumpflager. Ne, holen uns erst den dritten Fokus, dann teleportieren wir uns ins Sumpflager und dann holen wir den vierten. Keine Viecher mehr, gut. Ah, ich sollte was essen, jetzt ist es langsam nämlich kritisch. Eins von dir. Ja, Moment. Und noch 57. Fressen wir einfach kurz gebratenes Fleisch. 1, 2, 3. Noch zwei Höllenpilze, dann hat sich das. So. Genug gefressen. Jetzt geht's ab. Ich krieg gleich die Krise. Hallo Scavenger. 1, 1, 2, 3. Hallo Molowatz. 1, 2, 3. Ach, leck mich doch. Hallo Wölfe. 1, 2, 3, 4. Habe ich jetzt alles? Ja, offensichtlich schon. Scavenger, Scavenger. Scavenger. So. Ich zeige euch mal kurz diesen Turm. Ich hoffe, das ist der richtige. Er sieht nicht besonders eindrucksvoll aus, ich weiß. Ah, da unten hat es Blutfliegen. Er sieht nicht besonders toll aus. Aber da ist einiges drin versteckt. Er ist auch nicht wirklich besonders toll. Blutfliege 1, Blutfliege 2. Blutfliege 3. Leck mich! 4. So. Das
müsste ich allein durch die paar Viecher echt mein Level... Oh, ich habe sogar fast ein Level up hier. Nur wegen so ein paar blödsinnigen Viechern hier. Okay. Alles klar. Jetzt ist aber echt Zeit, dass ich da rüberkomme. Genau, hier geht's nämlich hin, wenn ich zum ersten zum zweiten Fokusstein will. Nö, da oben. Habt ihr es auch gesehen? Hört ihr das? Hehehe. Oh Moment, Warane. Ja, es hat einen bestimmten Grund, dass ich von Gorn weg bin. Denn ich finde es einfach so cool, wie er da so weit entfernt dasteht. Und seine Axt präsentiert. Gut, Diego stand auch mit dem Rücken zu uns, das war auch cool. Und inmitten von einem Berg von Snappern steht dieser Mann. Ganz seelenruhig, wie ein Fels in der Brandung. Hallo? Er mag uns nicht, er will uns nicht ansprechen. Moment, mache ich gleich. Ja, er will uns aber blöd angucken. Hallo, Neuer. Wie du siehst, ist die Kolonie ein kleiner Ort. Man läuft sich hier ständig über den Weg. Was führt dich denn hierher? Oh, ich versuche einer alten Legende auf die Spur zu kommen. Eine Legende? Ja, Milton, mein Kumpel aus dem alten Lager, hat mir erzählt, dass hier einst Mönche lebten. Das war natürlich lange, bevor es die Barriere gab. Sie sollen einem Gott gehuldigt haben, der seinen Anhängern die Macht gab, sich in Tiere zu verwandeln. Bestimmt gibt es hier noch Schätze aus der alten Zeit. Was führt dich hierher? Also, wenn ihr das gerade nicht gesehen habt, spurt nochmal zurück. Achtet auf den Snapper. Oh Gott. Ich suche einen magischen Fokus. Er muss irgendwo in dieser Gegend sein. Was du suchst, befindet sich vielleicht innerhalb der Klosterruinen, dort jenseits der Schlucht. Wir können unseren Weg gemeinsam fortsetzen. Gute Idee. Hier wimmelt es nur so von Snappern. Einzeln sind sie für einen geübten Kämpfer zwar kein Problem, aber sie jagen meistens in Rudeln. Und nervig. So ein Rudel kann auch den gewieftesten Schwertmeister in Fetzen reißen. Wir gehen also zusammen? Okay. Doch bevor wir über diesen Baumstamm balancieren, möchte ich die Schlucht darunter erforschen. Ich habe gerne einen freien Rücken. Okay. Komm mit. Ich habe einen Weg entdeckt, der uns dorthin führt. Ja, da war ich schon, du Witzball. Wow. Ah, ja. Das ist der Snapper, der hier gerade mitten im Gespräch einfach von der Klippe gefallen ist.